Hey Leute, heute schauen wir uns mal den Schwimmgriff an. Viel ist auf der Verpackung nicht zu sehen. Axe, Source, sonst Strichcode, nichts weiter. Wie wir sehen können, haben wir hier eine Doppelverpackung, also in der Verpackung nochmal extra verpackt worden. Ich mach mal auf. Zack. Extra Verpackung. Schwimmgriff und Handschlaufe. Ist robust. Zumindest auf den ersten Blick. Ja, kann man auch festziehen. So soll es sein. Hier haben wir schön auch die Schrauben mit dabei. Was haben wir hier unten? Gewinde fürs Stativ. Auch nicht schlecht. Aufdrehen kann man es nicht, obwohl hier so eine Kerbe ist. Okay. Ja, gut. Das sind die drei Sachen, die mitgeliefert werden. Nehmen wir uns mal die Cam dazu. Stecken wir an die vorgesehene Stelle ran. Und drehen es fest. Ein bisschen gerade machen hier. Läuft. Verwackelt auch nicht, ist fest, sitzt richtig, liegt gut in der Hand. Ich habe ziemlich große Hände, muss ich dazu sagen. Aber es ist ziemlich gut, also fässt sich gut an. Einmal den Winkel verstellen. So würde ich es halten. Jetzt ein Selfie von der Cam. Ja, nicht schlecht. Also es ist hohl. Es wird auf jeden Fall schwimmen. Dazu vielleicht ein andermal ein Test. Vielleicht bin ich mal im Wasser, mache Unterwasseraufnahmen und nehme das Teil mit. Aber so gesehen ist das Teil nicht schlecht. Finde ich ziemlich gut. Also muss man ja halt nicht nur im Wasser benutzen. Man muss einfach nicht immer nur so filmen, sondern hat jetzt ein Stativ dazu. Beziehungsweise einen Griff. Die Handschlaufe, wie würde ich die ranmachen? Einfach mal rüberziehen. Dran. Festmachen. Kann man vielleicht noch ein bisschen professioneller ranmachen. Aber jetzt auf die Schnelle. Läuft. Also ich bin zufrieden damit. Mir gefällt's. Werde es auch benutzen. Vielleicht habt ihr auch darauf Lust. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Das war's dann. Bis dahin. Ciao.